is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Was es Bethlehem zu sagen hat, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünden wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Zur Zeit des ersten Kommens Christi hätten die Priester und die Schriftgelehrten der heiligen Stadt, denen das lebendige Wort Gottes anvertraut worden war, die Zeichen der Zeit erkennen und die Ankunft des Verheißenen verkündigen können. Die Weissagung Michas nannte den Geburtsort. Daniel gab die Zeit seines Kommens an. Gott hatte diese Weissagung den Ältesten der Juden anvertraut. Es gab für sie keine Entschuldigung, wenn sie es nicht wussten und dem Volk nicht verkündigten, dass die Ankunft des Messias unmittelbar bevorstand. Ihre Unwissenheit war die Folge sündiger Vernachlässigung. Alle Juden hätten wachen und harren sollen, um unter den Ersten zu sein, die den Erlöser der Welt begrüßten. Doch siehe, in Bethlehem wanderten zwei müde Reisende von den Hügeln Nazareth herab und spähten vergebens nach einer Rast- und Ruhestätte für die Nacht. Keine Tür stand ihnen offen. In einem elenden Schuppen, der für das Vieh hergerichtet war, fanden sie schließlich Unterkommen. Und hier wurde der Heiland der Welt geboren. Nirgends zeigte sich ein Beweis, dass Christus erwartet wurde, dass Vorbereitungen für den Fürsten des Lebens getroffen waren. Erstaunt wollte der himmlische Bote mit der schmählichen Kunde wieder gen Himmel zurückkehren, als er einige Hirten entdeckte, die ihre Herden nachts bewachten und zum sternbesäten Himmel aufblickend über die Weissagung von einem Messias, der auf Erden erscheinen sollte, nachdachten und sich nach der Ankunft des Weltenerlösers sehnten. Hier waren Menschen, die sich auf den Empfang der himmlischen Botschaft vorbereiteten. Und plötzlich erschien der Engel des Herrn und verkündete die frohe Botschaft. Oh, welch eine Lehre birgt diese wunderbare Geschichte von Bethlehem. Wie straft sie unseren Unglauben, unseren Stolz und Eigendünkel. Wie warnt sie uns, auf der Hut zu sein, damit wir durch unsere Gleichgültigkeit es nicht versäumen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und dadurch den Tag unserer Heimsuchung zu erkennen. The Lord is coming. Are you ready?